Bildungslaufbahnen hängen in Österreich, aber auch natürlich in anderen Ländern sehr stark zusammen mit der sozialen Herkunft. Studierende aus weniger privilegierten Milieus oder diejenigen, die die Ersten sind in ihrer Familie, die überhaupt an die Hochschule kommen, einmal hier keinen Kontakt noch hatten, sind eher Dropout gefährdet. In Österreich haben wir eine sehr hohe Dropout-Quote von 30%. Und aus diesem Grund handelt es sich bei dieser Frage auch um eine gesellschaftliche Frage. Angesichts des Fachkräftemangels, den wir in Österreich zu verzeichnen haben, und auch angesichts der Kosten, die Studierende verursachen, ist es ganz wichtig, dass man schaut, als Lehrender oder als Lehrende, dass Hochschul-Dropout vermieden werden kann. Dass ich möglichst versuche, die Studierenden an die Universität zu binden und die Lehre so zu gestalten, dass Studierende im Seminar bleiben und auch dem Seminar folgen können. Was ist ein akademischer Habitus? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn, und das ist auch das Kernelement meiner Lehre, ist je nach Feld unterschiedlich. Was ein akademischer Habitus ist, ist ganz unterschiedlich je nach Studienrichtung zum Beispiel. Welcher akademische Habitus wird dort anerkannt? Welcher akademische Habitus hat dort Wert? Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich Ihnen einmal erkläre, was überhaupt ein Habitus ist. Ein Habitus entwickelt sich im Laufe der Zeit über die Sozialisation, und zwar innerhalb der Familie, dann später in der Schule, dann noch später an der Hochschule und vielleicht sogar noch im Beruf, weil man muss auch bedenken, dass manche Studierende kommen vom Beruf wieder an die Universität zurück. Das ist heutzutage ganz wichtig, wenn man an lebenslanges Lernen denkt und Menschen sich immer weiter qualifizieren sollen und auch nicht stehen bleiben sollen. So, was ist ein akademischer Habitus? Ein akademischer Habitus, der dominant ist und der anerkannt ist in einem Feld, ist unterschiedlich, je nach Fachrichtung. Die Professorinnen und Professoren haben wahrscheinlich einen ganz anderen Habitus im Feld der Germanistik oder im Feld der Geisteswissenschaften oder der Kunstwissenschaften als in einem eher angewandten Fach. Ich nenne ein Beispiel: Medizin oder Wirtschaftspädagogik. In jedem Feld herrscht ein anderer Habitus, der anerkannt wird, eine andere Sprache, ein anderes Auftreten, eine andere Form von Wissen. Und damit habe ich auch schon erklärt, was ein Habitus ausmacht. Ein Habitus wird über die eigene Geschichte, über die eigene Laufbahn, über viele Jahre erworben. Das beginnt damit, dass ein Kind in einer Familie aufwächst, in der ganz bestimmte Lebensstile, Lebensformen vorherrschen, eine gewisse Sprache, gewisse Präferenzen, was Freizeit betrifft etc. Dann kommt das Kind in die Schule, dann erwirbt das Kind einen schulischen Habitus und das geht weiter bis an die Universität vielleicht oder in den Beruf. Somit gibt es auch einen universitären Habitus und einen beruflichen Habitus, das heißt, der Habitus, der in der Kindheit erworben wird, wird immer wieder überformt. Deswegen sprechen wir von einem primären Habitus, der in der Kindheit erworben wird, später wie ein Mantel sozusagen mit verschiedenen Schichten. Kommen neue Habitus dazu, die nennt man dann die sekundären Habitus. Und darum ist das auch so, dass je nachdem, in welchem Feld ich sozialisiert wurde, vor allem in den Bildungssystemen, unterschiedliche Habitus vorherrschend sind. Das heißt, ein Habitus hat sehr stark mit der eigenen Bildung zu tun und mit Qualifizierungsprozessen, die dann dazu führen, dass ich in einem Feld aktiv bin und dort mit meinem Habitus auch erfolgreich bin. Nicht traditionelle Studierende sind Studierende, die zum Beispiel aus einem Arbeiterhaushalt kommen oder deren Eltern nicht studiert haben. Nicht traditionelle Studierende sind aber auch Studierende mit Betreuungspflichten, mit zusätzlichen Belastungen, wie zum Beispiel, dass sie einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen, und zwar in einem Umfang von mehr als 7 Stunden. Die sozusagen dazu führt, dass weniger Zeit aufgewendet werden kann für Studium. Das heißt, der klassische traditionelle Studierende, sage ich, war derjenige, heute ist es ja nicht mehr so, weil schon viele nicht traditionelle Studierende an österreichischen Universitäten studieren,
war derjenige, der nach dem Gymnasium oder nach einer berufsbildenden höheren Matura an die Universität gekommen ist, möglichst ohne Pause. Und die möglichst unterstützt wurden, entweder vom Elternhaus oder sonst Stipendien bekommen haben, aus irgendeinem Topf, aber keine finanziellen Hürden zu bewältigen hatten oder Betreuungspflichten und so weiter, die eigentlich ungestört studieren konnten. Das hat man früher verstanden unter den traditionellen Studierenden. Dieser Typus von Studierenden ist aber in österreichischen Universitäten eher seltener geworden, als es noch vor vielen Jahren war. Weil heute schon verlangt wird von vielen Studierenden oder sie glauben, es wird verlangt, möglichst viel Praxis zu haben. Und es gibt auch Studierende aus akademisch gebildeten Haushalten, die nebenher 30 Stunden arbeiten. Die sind natürlich ebenso belastet. Aber in meiner Forschung interessieren mich vor allem Studierende, die mehrfach belastet sind. Ich sage jetzt ein Beispiel. Studierende aus nicht akademischen Haushalten, die noch dazu auch arbeiten müssen und manche sogar noch Betreuungspflichten haben. Das heißt, solche Studierende, die es nicht leicht haben, die Lehrveranstaltungen zu besuchen, zum Beispiel am Nachmittag oder gewisse Sprechstundenzeiten einzuhalten und so weiter. Man unterscheidet in der Literatur zwischen unterschiedlichen Ausprägungsformen von Nicht-Traditionalität. Und zwar, ob ein Merkmal vorkommt, dann ist jemand in wenig starkem Ausmaß nicht traditionell, wie zum Beispiel die Eltern verfügen über keinen akademischen Abschluss. Wenn aber noch dazu kommt, dass die Studierenden daneben arbeiten und vielleicht sogar noch Betreuungspflichten haben, dann ist das Ausmaß an Nicht-Traditionalität schon höher ausgeprägt. Das heißt, man muss auch darauf schauen, wie groß ist der Ausprägungsgrad. Ich würde sagen, der Belastungen, die ein Student oder eine Studentin mitbringt. Nicht traditionelle Studierende sind in der Regel nicht vertraut mit dem akademischen Habitus, der an einer Universität oder an einer Hochschule gefragt ist oder wie man kann auch sagen, en vogue ist. Ja, für nicht traditionelle Studierende ist es eben schwierig oft zu verstehen oder zu durchschauen, was ist überhaupt der dominante Habitus im Feld. Es gibt eben noch anderes, was es zu durchschauen gibt im universitären Feld. Der Bourdieu würde sagen, die Spielregeln, die es zu durchschauen gibt. Und die sind meistens solche bedeutsamen Spielregeln wie, was ist wirklich für eine Prüfung relevant? Welches Auftreten ist wichtig? Welche Sprache wird mehr anerkannt von den Professorinnen und Professoren? Das ist alles sehr schwer zu durchschauen, ist aber von großer Bedeutung für den Studienerfolg. Deswegen ist es ganz wichtig, dass nicht traditionelle Studierende ein Netzwerk haben, dass ihnen ein Netzwerk zur Verfügung gestellt wird auch, dass sie diese Informationen erhalten. Dann zum Beispiel am Abend, wenn sich die Studierenden privat treffen, ausgetauscht wird ganz wichtige Informationen, Tipps und Tricks zum Beispiel. Diese unausgesprochenen Spielregeln zu durchschauen, das ist eine große Aufgabe, die auch viel Zeit erfordert, das zu erlernen. Deswegen haben solche Studierenden natürlich Nachteile gegenüber Studierenden, die das schon vielleicht von Freunden, Freundinnen, Eltern etc. wissen. Wie wird sozusagen das Studium gespielt? Welche Spielregeln sind wichtig? Die haben von vornherein eher einen Nachteil gegenüber dieser Gruppe und es bedarf viel Zeit, das auch aufzuholen. Umso wichtiger sind eben Lehrveranstaltungen, Weiterbildungsveranstaltungen, Workshops für Universitätslehrenden, dass sie auch diese Informationen, die wirklich bedeutsam sind, aber vielleicht nicht irgendwo ganz schnell nachgelesen werden können, vermitteln an die Studierenden. Was sind die unausgesprochenen Erwartungen an Studierende? Dazu gehört zum Beispiel die Sprache, die erwartet wird. Sprache hat sehr viel auch mit Wissen zu tun, welche Fachsprache. Und auch damit zu tun, wenn es um Erwartungen geht, welche Fachsprache wird in der Studienrichtung erwartet, welchen Sprachstil oder welcher Sprachstil wird hoch geschätzt und welcher weniger. Und zwar, sage ich, betrifft das auch das Mündliche sowohl als auch das Schriftliche. Diese Sprache zu erlernen ist für Studierende
eine Herausforderung am Anfang. Für die einen ist eine solche Sprache fremder, für die anderen ist sie näher. Für diejenigen, die die Sprache noch erlernen müssten, das aber gar nicht wissen, welche Sprache eine hohe Wertigkeit hat oder welcher Sprachstil, die müssen sich mühsam über Kommunikation, über vielleicht Misserfolge in Prüfungen, wo sie dann gar nicht wissen, ja, warum bin ich überhaupt durchgefallen, diese Erkenntnis erwerben, was ist eigentlich gefragt, welche Sprache oder welche Art des Lernens. Wenn sie über unausgesprochene Erwartungen sprechen und es kommt zu sogenannten Habituskonflikten, dann kann ein Grund sein, dass der schulische Habitus inklusive der Sprache, die der Student oder die Studentin dort erlernt hat, nicht zusammenpasst mit dem erwarteten akademischen Habitus und mit der Sprache, die damit zusammenhängt. Das ist ein typischer Konflikt und eine Spielregel, die sozusagen nicht durchschaut wird am Anfang von vielen Studierenden, welche Sprache dominant ist im Feld und welche Sprache erwartet ist. Das steht nirgends und das ist etwas, was unausgesprochen ist und eine Spielregel ist, die zu durchschauen sehr wichtig wäre. Woran kann ich erkennen, dass ein Habitus ein unterschiedlicher ist? Das fühlt man. Ja? Also ein Student, eine Studentin fühlt das, dass sie sich in einer Lehrveranstaltung fremd fühlt. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Wir machen sehr viel Forschung mit Studierenden, mit Studienabbrecherinnen, aber auch mit solchen, die erfolgreich sind, die uns erzählen, wie es ihnen in den Lehrveranstaltungen geht. Sich fremd zu fühlen kann auch mit der Sprache zu tun haben oder mit der Art des Auftretens, und zwar mit dem Habitus. Wenn zum Beispiel ein Absolvent der Technischen Hochschule ein geisteswissenschaftliches Studium beginnt und dort ganz eine andere Sprache herrscht, wie er oder sie es gewohnt ist von der Schule, dann kann so ein Gefühl des Fremdseins entstehen. Also ich rate allen Lehrenden, möglichst viele Workshops und Weiterbildungsveranstaltungen zu besuchen. Weil man kann natürlich vieles aus Büchern lernen, man kann sich Wissen im Internet aneignen, aber da geht es wirklich um ein Thema, das mit Interaktion sehr stark verbunden ist. Das kann man nicht über Wissen, über Buchwissen sozusagen lernen. Ja? Da geht es sehr stark um Interaktion, dass ich auch realisiere in einem Workshop zum Beispiel, und daran arbeite ich sehr stark mit meinen Gruppen immer, dass sie auch erkennen oder nachvollziehen, woher ihr eigener Habitus kommt, wie er entstanden ist und wie er auch aussieht, dieser Habitus. Und dass es Unterschiede gibt zum eigenen Habitus und dem, den die Studierenden mitbringen. Und dass Unterschiede, die im Habitus bemerkbar sind, auch in der Lehre sichtbar werden und für Studierende eine Distanz darstellen. Und um das zu erkennen, ist ein Workshop, in dem ich meine eigene Herkunft als Lehrperson auch analysiere, reflektiere, auch von der Gruppe gespiegelt bekomme. Und man soll ja auch eines wissen, dass die meisten Universitätslehrenden haben keine pädagogische oder didaktische Ausbildung, wenn sie an die Universität kommen. Sie haben zwar unglaublich viele Prüfungen gemacht, sehr viele Qualifizierungen durchlaufen und bestehen müssen, aber eine pädagogisch-didaktische Ausbildung war nicht dabei. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Universitätslehrende in einem Workshop ihren eigenen Habitus kennenlernen und gespiegelt bekommen und verstehen lernen, weil das schafft auch Sicherheit für die Lehrenden und nicht nur für die Studierenden. Und dann geht es auch noch darum, dass man natürlich möglichst viele Maßnahmen und Methoden kennenlernt, die wir auch in diesem Workshop erarbeiten, gemeinsam. Wie können diese Distanzen, die es zwischen Lehrenden und Studierenden gibt, verringert werden, sodass ein konstruktives und angstfreies Lernen möglich ist? Wir haben an der Abteilung für Bildungswissenschaft, die ich leite, schon sehr viele Forschungen zu Studienabbruchsrisiken, Studienerfolgsförderung durchgeführt. Wir haben jüngst eine Publikation herausgegeben, die heißt Stop Dropout. Und darin sind ganz viele Empfehlungen für Universitäten, Hochschulen im Allgemeinen, für Studierende, aber auch vor allem für Lehrende enthalten,
wie sie mit nicht traditionellen Studierenden gut umgehen können. Wobei ich aber jetzt noch etwas ergänzen möchte, dass natürlich nicht nur die nicht traditionellen Studierenden davon profitieren, wenn man mit weniger Distanz lehrt und auf die Studierenden eingeht, die profitieren genauso davon. Wir wollen ja, dass alle Studierenden erfolgreich sind. Ein Ziel der Universitäten ist es auf jeden Fall, möglichst viele Studierende zum Studienerfolg zu bringen. Ich habe am Anfang schon gesagt, und ich möchte es noch einmal betonen, dass es hier nicht um ein Einzelinteresse geht, dass Studierende erfolgreich sind, oder um das Interesse der Universitäten. Es handelt sich um ein gesellschaftliches Interesse. Angesichts der hohen Konkurrenz am internationalen Markt, Stichwort Globalisierung, angesichts des Fachkräftemangels ist es unbedingt notwendig, dass die Dropout-Quote gesenkt wird und dass wir ein hohes Potenzial an hochqualifizierten Arbeitskräften auch am Markt haben. Das heißt, es ist auch ein volkswirtschaftliches Thema und nicht eben nur ein Thema für die Hochschullehre oder die Universitäten. Musik.